ist Weihnachtszeit in der Westpfalz und die Rammsteiner haben sie es richtig gemütlich gemacht im Stadtzentrum, denn es lud ein am Wochenende vom 4. bis zum 6. Dezember der 11. Zimt- und Waffelmarkt. Natürlich ließ ich mir dies nicht entgehen und war wieder fleißig unterwegs, um das weihnachtliche Treiben festzuhalten. Los ging es am Freitagabend um 18 Uhr mit der musikalischen Eröffnung des Zimt- und Waffelmarktes. Und Besucher, ganz besonders schön ist der Weihnachtsmarkt hier geworden, weil er kein Weihnachtsmarkt, sondern ein Zimt- und Waffelmarkt ist. Joe Felger hat für Sie wieder schöne kulinarische Köstlichkeiten ausgesucht. Schön, dass Sie da sind. Wie gesagt, wir haben den größten Adventskranz hier, ich würde sagen, in der ganzen Pfalz. Und Rammstein hat was zu bieten. Zimtwaffeln, von Kartoffelwaffeln oder Krummbeerwaffeln, das haben wir hier in der Pfalz, vom Flammkuchen. In diesem Sinne darf ich Ihnen noch eine tolle Adventszeit wünschen, einen tollen Weihnachtsmarkt. Ja, das waren die Begrüßungsworte von Burgelstein, der Vorstandsvorsitzenden vom Werbering Rammstein-Miesenbach, sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Ludwig Linzmeier. Am Samstag war natürlich viel los auf dem Zimt- und Waffelmarkt und den zahlreichen Besuchern wurde einiges geboten. So stimmte zum Beispiel die katholische Montessori-Kindergartenstätte von der St. Nikolauskirche auf die Feiertage ein, mit einer tollen Geschichte, gespielt von den Kleinen. Natürlich schaute auch der Nikolaus bei den Kindern vorbei und er hatte natürlich einen großen Sack mit tollen Leckereien dabei. In der Nacht spazieren, denn da sieht sie, welch ein schönes, helles Licht sie hat. Ein Wind bläst durch den Wald und bewegt die Äste hin und her. Der Wind wird zum Sturm. Da flackert Luminas Licht nimmer, immer mehr. Sie kann den Weg fast nicht mehr sehen, weil das Licht in ihrer kleinen Laterne klein und schwach ist. Müde und traurig stolpert sie zwischen den hohen Bäumen dahin. Da hört es endlich auf zu stürmen. Woher aber soll Lumina nun Licht bekommen? Doch der Wind hat mein Licht ausgeblasen. Nein, sagt die andere Laterne ganz entsetzt. Wenn ich dir von meinem Licht gebe, habe ich selber zu wenig. Und bitte teil doch dein Licht mit mir. Da hat die andere Laterne Mitleid und teilt mit Lumina das Licht. Nun staunen beide, denn beide Lichter werden groß und hell. Und es ist so, als hätten beide nie so hell gestrahlt. Ich danke dir, sagt Lumina und wandert glücklich nach Hause. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The time kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all figgy pudding, for we all like figgy pudding, so bright.
Weihnachten in einem fernen Land. Lebte einst ein Bischof, St. Nikolaus genannt. St. Nikolaus war ein guter Mann, half vielen aus der Not. Er ging als Bischof durch das Land und schenkte Geld und Brot. Er hatte alle Kinder gerne und ging von Haus und Haus. Und wo er liebe Kinder fand, da gab der Gaben aus. Die Veranstalter des 11. Zimt- und Waffelmarktes waren der Werbering und die Stadt Ramstein-Miesenbach mit der Organisation von Schofelker für die rund 30 Marktstände. Für das kulinarische Wohl wurde reichlich gesorgt mit leckeren Flammkuchen, mit Waffelkreationen aller Art, saftigen Würstchen, knusprigen Kringelstrauben und vielen weiteren Köstlichkeiten mehr. Dies und mehr wurde von vielen einheimischen Vereinen betrieben, wie von der Jugendfeuerwehr aus Ramstein-Miesenbach, vom Jugendrotkreuz und der FV Olympia Ramstein war natürlich auch aktiv mit dabei, mit Omas Krummbeerwaffeln und heißem Glühwein mit oder ohne Schuss. Auch der Förderverein von der Kindertagesstätte Pinocchio war mit von der Party. Mit Weihnachtsbier, heißen Getränken und verschiedenen Glühweinen blieben keine Wünsche offen. Hier am Stand von Kringel Fritz Strauben wurde ich zum Probieren eingeladen. Und eins kann ich euch sagen, es war richtig lecker. Der Schwerpunkt wurde in diesem Jahre auf tolle und inspirative Handwerkkunst gelegt mit interessanten Geschenkeideen, Weihnachtsdekorationen und vielen interessanten kulinarischen Spezialitäten. Wer wie ich einen kompletten Rundgang ablegte über den Markt, um alles genauer zu sehen, entdeckte viele schöne Handarbeiten und Dekorationsbasteleien für die bevorstehenden Feiertage. Für die Naschkatzen gab es gebrannte Mandeln, Magenbrot und vieles Süßes mehr.
auch an Lichterdekoration mangelte es nicht, um es bunter haben zu wollen. Ganz toll anzusehen war auch der schöne Adventskranz auf dem Brunnen, welcher von der Stadtgärtnerei liebevoll dekoriert wurde. Für die musikalische Unterhaltung sorgten auf dem Weihnachtsmarkt die Freie Evangelische Gemeinde von Ramstein-Wiesenbach und der Gospelchor des Agape Christian Veit Center mit tollem Gesang. Ob Schneemänner, leckeren Weihnachtsplätzchen oder Holzschnitzereien, der Zimt- und Waffelmarkt bot eine große Vielfältigkeit an und die Rammsteiner durften sich freuen, dass das Wetter uns wieder bescherte, wenn auch ohne Schnee, aber der Dezember ist ja noch lange. In einem weiteren Film, der in den nächsten Tagen herauskommt, präsentiere ich euch himmlische Ausschnitte vom wunderschönen 43. deutsch-amerikanischen Weihnachtskonzert, welches ebenfalls am Wochenende stattgefunden hat, im Haus des Bürgers. Bis dahin wünsche ich euch besinnliche und regenfreie Tage und wenn ihr euch den Schneemann ganz genau anschaut, dann glaube ich daran, dass es doch noch weiß wird in Ramstein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Male mit Ramstadt TV.